Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Und jo, wir machen jetzt noch eine Nebenquest, das wird dieser Part sein. Und im nächsten Part geht's dann bei den Hauptquesten weiter. Bei der Hauptquest. Ja, ich denke mal, es wird dann wieder ein bisschen länger sein, die Quest. Oh, was sind das da? Schriftrollen? Ha, so, perfekt. Meine Maus eben gerade nochmal umgestellt. Hatte mich schon gewundert, dass sie so komisch reagiert. Ich weiß immer noch nicht, was diese Ausrufezeichen bedeuten. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist dann auch so eine Art Nebenquest. Oder das ist vielleicht ein wichtiger Ort, wo ich mal hin sollte. Aber es ist halt immer unendlich weit weg. Es kommt halt nie näher. Dieser Ort wird schwer bewacht. So. Erstmal absteigen. So. Ach, guck mal, da könnte aber endlich mal das Ausrufezeichen sein. Sieht nämlich... Aber wahrscheinlich ist das, sieht das dann wieder so aus, als ob das da doch nicht ist. Wow, in den Heuhaufen. So. Ich muss da rein. Moment. Und... Hey! Wie hast du mich denn jetzt gesehen? Ich wollte C machen und habe dann plötzlich X gemacht, dass ich einfach so jetzt laufe. So, sehe mich hoffentlich nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Och nee, jetzt ernsthaft. Okay. Okay, solange ich noch diese Superpower habe, ich... Oh nein, er hat mich mit dem Fall getroffen. Wollte ich gerade sagen, darf ich nur nicht getroffen werden? Ja, okay, das war ja mal von Anfang an, war es doch einfach mal eine Katastrophe, direkt entdeckt zu werden. Also. Gucken wir mal. Ah, jetzt bin ich ja auf einer anderen Seite. Ne? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ey, ich wollte den Attentaten. So. Ich will noch einfach nur weiter. Ach du Scheiße. Ja, ich gehe einfach lieber hier lang. Eine ganze Festung, das könnte lange dauern. Also kann sein, dass wir uns an dieser... Eigentlich müssen wir noch eine andere Nebenquest machen, bevor ich bei der Hauptquest... Oh nein, der Typ tötet mich sowas. Oh Mann, so welche kann ich echt nicht. Nee, gar keinen Bock mehr. Okay, die kann ich... Ich bin, glaube ich, schon aufgeladen, aber die könnte ich theoretisch da nochmal aufladen. Zwar nicht, was ich da drin soll, aber... Ja, gut, ist so. Oh nein, wie haben die mich denn jetzt schon wieder gefunden? Also ich bin jetzt hier in dieser Art Burggraben. Wo nichts drin ist. Was sind meine Missions... Oh, zwei Hauptmänner und ein Kommandant. Du bist Wurmfutter! Ich will einfach nur hier runter. Wer hat gesagt, ich bin Wurmfutter? Ja, wie siehst du mich? Ja, okay, da vorne. Ja, ich helfe den Zivilisten, wenn ich selber klarkomme. Das war wohl kein Ding. Oh, scheiße, Attentat und gleichzeitig jemand, der mich tötet.
Oh nein, da kommt vielleicht noch einer. Ich glaube, da kommt noch einer. Ja, komm, töten wir den hier halt einfach auch noch. Ja, ich hab's schon gesehen. Bam, bam, bam. Na komm, wir greifen jetzt direkt an. Nee, ich will eigentlich nicht aufgeben. Ich wollte eigentlich auch nicht alle töten, ne? Weil da kommen eh immer neue nach. Jetzt bin ich einmal in dieses Massaker reingeraten. Wird das auch durchgezogen? Oh, nicht der Typ. Ah gut, er ist betäubt. Danke, Senu. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Also meine ich ernst, ja. Der Typ ist einfach scheiße. Kaum zu glauben, komm. Dass so eine Eiterbeule von Magi unsere Männer getötet hat. Hey, Moment. Ja, was heißt denn, dass sie Cephetus Bogenschützen in Sais erledigt? Die und mehr. Wenn Cephetu ihn in die Hände kriegt, wird er ihn wohl zuerst. Kann ich das jetzt nicht schaffen, oder was? Und dann seine Ohren, Nase, Zunge und Eier. Warum ist der so riesig? Man nennt ihn schließlich nicht ohne Grund den Feuerteufel. Bloß keine Fehler. Hey. Ach man, ich hatte außerdem Strong gedrückt. Es war ja nur eine Taste daneben. Okay, also ist wichtig, dass ich anonym bleibe, um den Typen da zu befreien. Ach du Scheiße. Das wird doch sowas. Ey, ist das da. Rennt der da einfach so rum? Dieses Nilpferd. Es gibt einen östlichen Eingang unterhalb. Östlich der Festung. So, sehe ich jetzt mal, wo Osten ist? Eh, ne? Ist Osten. Hier gibt es anscheinend einen unterirdischen Eingang. Okay. So. Hier ist ja der Osten, ne? Also ist das hier östlich der Festung. Dann gucke ich doch jetzt mal, ob ich hier irgendwo einen unterirdischen Eingang finde. Ich sehe zwar nichts, aber vielleicht fängt er ja im Wasser an. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Nee, eigentlich nicht. Ich versuche den unterirdischen Eingang zu finden. Östlich. Warte, wenn das da die Festung ist, dann ist vor uns Norden. Denn hier ist östlich, wo ich eigentlich bin. Also jetzt bald müsste der kommen. Ja, entweder dieses Loch da oder hier gibt es nochmal ein Loch. Also ich weiß halt nicht, ob das quasi ein Eingang zu einem Tunnel ist. Ja, ja, unterirdisch. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt als unterirdisch bezeichnen. Jetzt gucken wir nochmal weiter, sonst gehe ich zur Not da rein. Aber unterirdisch ist für mich nicht einfach ein Flussbett entlanglaufen. Wird es aber eventuell vielleicht sein, ich weiß ja nicht. Also für mich ist unterirdisch jetzt hier so ein Loch, wo ich rein kann. Wir laufen da mal so rein. Das ist dann ja vielleicht auch ganz interessant für euch, falls ihr auch diesen unterirdischen Eingang sucht und ich ihn jetzt durch Zufall finde. Kann aber auch sein, dass auch ich mir ein Video angucken muss, wo ich den jetzt finde. Oh, sieht das gelb aus, das Wasser, oder grün? So. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier lang gehen sollte oder in die andere Richtung. Was sagt Xenu? Oh komm, da geht das nur so rum und da könnte das sein. Oh, liegen hier Leichen? Ah, lecker. Das hier ist der Eingang, oder?
Ey, zum Glück habe ich das gelesen. Wie kann ich eigentlich so dumm gewesen sein und das nicht vorher nicht gelesen haben, was da steht? Mach mal jetzt bewusst kein Licht. Das heißt, hier gibt's Krokodile. Super. Vielleicht kann ich das erstmal plündern. Oh cool, ich habe einen Pfeil zurückbekommen. Ja, hier würde ich auch lang gehen. Die Schätze markieren den Weg, wo man lang muss. Aber ich meine, jetzt bin ich drin. Ich weiß nicht, ob ich das... Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das war trotzdem nicht so geil, ne? Boah, das ist der Brunnen. Ja, okay, geht's erstmal hier raus. Erstmal ins Gras, so. Jetzt erstmal gucken, wo ich bin. Ah ja, ich muss in das Gebäude. Das sieht ja an sich erstmal gut aus, wenn ich jetzt schön in Deckung bleibe. Den Zivilisten kann ich vielleicht später helfen. Jetzt leider erstmal nicht. Ach, shit. Ach, das brennt! Ja, schnell da rein. Ah, Mist. Das muss ich reparieren. Ja, ach, ich bin ins Feuer gegangen. Oh Mann. Aber eigentlich gut, dass das funktioniert. Ich traue mich halt nicht, den jetzt zu betäuben. Nicht, dass der das dann entdeckt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Dann F, ne? Ja, keine Ahnung. So, ich bin jetzt wieder gesund. Kann er sich jetzt mal wegbewegen, dass ich hier raus kann? Der sieht mich doch 100 pro. Ja, weiß ich nicht, mach deine Hose zu und geh weg. Bevor ich den jetzt attentate, renne ich einfach hier rein. Kaum zu glauben, dass so eine Eiterbeule von Magi. Bleib ruhig, Hakuf. Ich hol dich raus. Bayek, du brauchst den Schlüssel, den Cefeto um den Hals trägt. Schnell! Kaum zu glauben, dass so eine Eiterbeule von Magi unsere Männer getötet hat. Das heißt, er hätte sich denn jetzt Cefeto ins Heiß erledigt. Die und mehr. Oh, ganz vor das. Und dann seine Ohren, Nase, Zunge und Eier. Das heißt, ich sollte vielleicht wieder rausgehen? Man nennt ihn schließlich nicht ohne Grund den Feuerteufel. Mach bloß keinen Fehler. Warte ich hier, bis der kommt und ich den attentate? Muss ich jetzt machen, geht nicht anders. Der sieht mich jetzt. Dein Ende ist nah. Wir wollen jetzt wissen, wo ich bin. Zeit zu sterben, Fiebers. Ey, ich dachte, der kann sich verschütten. Also ich dachte, man kann sich da... Oh, ich lebe noch. Ich dachte, man kann sich da verstecken. Och, ich bin ins Feuer gerannt. Okay. Nicht gut. Naja. Auf der anderen Seite... bin ich jetzt hier raus. Jetzt gehe ich da nochmal durchs Wasser rein. Das war nämlich eigentlich schon angenehm, der Eingang. Also diesen Vorteil sollte ich auch jetzt nochmal nutzen. Ja, doch, hier war das so und dann rechts. Ja, und dann meine ich...
Aber hä, wo war das jetzt? Ach, werde ich schon finden. Irgendwo hier war dann der Eingang. Ja, doch, hier. Irgendwie, wenn ich von der anderen Seite komme, sehe ich den nicht. Das ist wohl hier schon eine etwas schwerere Festung. Die kann man, glaube ich, nicht einfach... Das Krokodil habe ich schon getötet. Nee, habe ich doch nicht, aber ich gehe jetzt einfach hier raus. So. Also wie gesagt, das gehört ja wohl schon zu den schweren Festungen, meiner Meinung nach. Trotzdem. Da ist Blut am Brunnen. Geil. Gut, dass ich was sehe. So, schnell hier rein. So, wo muss ich hin? Da vorne. Gut, hier kommt gleich einer raus. Dann attentate ich den. Ja gut, er merkt nichts. Perfekt, dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwas ist. Ich meine, wir wollen ja auch immer noch die Schätze und so. Ich glaube zwar nicht, dass nur so... Oh nein, das war ja nicht plündern. Nur die normalen Plündersachen, aber kann ja auch nicht schaden. Da ist hier, da bin ich. Ja, da kann ich jetzt einfach hingehen. Kaum zu glauben, dass so eine Eiterbeule von Magi unsere Männer getötet hat. Es heißt, er hätte Cephetus Bogenschützen in Sais erledigt. Die und mehr. Wenn Cephetu ihn in die Hände kriegt, wird er ihm wohl zuerst die Finger und Zehen abbrennen. Und dann seine Ohren, Nase, Zunge und Eier. Wo wollte ich jetzt hin? Weil Serapis. Ich muss hier einfach jetzt hin. Wenn ich nicht ohne Grund bin, Feuerteufel. Mach bloß keinen Fehler. Ja. Ey! Nein, ich bin tot, ich bin tot. Nee, ich... Oh nein, pass! Okay, mach das. Will ich sehen. Wäre ich nicht ein besseres Opfer, wenn du mich lebendig opferst und nicht als Asche? Komm, wir gehen jetzt. Diese Zone ist tabu. Jetzt einfach von vorne rein, ist auch egal. Es endet eh immer scheiße. Und hier, so viele Wachen stehen hier jetzt auch nicht rum. Was? Doch, der da oben könnte mich sehen. So, jetzt sieht mich aber keiner. Jetzt auch nicht. Und jetzt attentate ich ihn. Ja, sehr gut. Was? Sieht mich zwar schon wieder irgendein anderer. Keine Ahnung, ich habe irgendwelche Leute von euch getötet. Warte mal, du da? Du hättest nicht herkommen sollen. Ja, hätte ich auch nicht. So, schnell hinterher. Du bist da irgendwas anfeuern. Ist mir jetzt auch egal, wenn er jetzt Leuchtfeuer angeschnitten hat. Ich schaff's wahrscheinlich eh nicht. Oh, noch einer. Nein, ich hab das Gelbe nicht mehr. Wie soll ich denn jemals besiegen? Okay, so. Okay, das sind echt viele. Oh, cool, das ist ein Hauptmann. Bitte schaff ihn noch. So, jetzt will ich aber erstmal wieder in Deckung gehen. Ah, oh, nee, aber er hat gespeichert. Hoffentlich, dass ich den einen Hauptmann habe. Ich habe einen Schatz und einen Hauptmann. Ich bin weitergekommen.
Hey du, halt! Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Oh cool, Attentat hat noch funktioniert. Ja, ich versuche ja unentdeckt zu bleiben. So, das habe ich schon geschafft. Yeah! Kommandanten, noch ein Hauptmann und 3 Schätze. Oh Mann, ist das viel. Ha, dann ist das halt so. Irgendwie wird das schon klappen. Hey, wer? Hey! Nehme ich mal den direkten Hochgehweg. Ja, wow. Ja, keine Ahnung, wer ich bin. Muss ich ja wenigstens nicht mehr unentdeckt bleiben. Jetzt noch kommen. Kann ich jetzt bitte einfach weiter? Ich stehe wieder. Freie Sicht auf Ziel. Ja, noch einer. Ist ja nicht unbedingt, was das bringt, aber sollten wir. Warum ist Zeno nicht verfügbar? Ist ja tot. Weil Feinde da sind, ne? Wahrscheinlich. Und noch ein Schatz gefunden. Naja, weil er hat den noch nicht geplündert. Ey! So. Ist Zeno jetzt verfügbar? Ja, ja. Wen muss ich dann nochmal? Also eigentlich habe ich ja... Muss ich Cefeto finden, aber... Irgendwie habe ich den noch gar nicht lokal... Doch, habe ich schon. Ah, deswegen geht das nicht mehr. Okay, dann ist das halt so. Du bist sterben! Die Kackfilaken sind jetzt auch hey, gerade egal. Ach, nee. Ja, alle holen mich. Lass uns was zerschlagen. Oh, jetzt. Er ist halt nur eine Stufe höher als ich. Ah, seht ihr, was passiert? Doch seinen Tod bestätigen. Ja, kann ich jetzt seinen Tod bitte bestätigen? Schneller, schneller, schneller. Ist das was Geiles, dass ich das geschafft habe, oder was? Ja, cool. Nebenbei noch irgendeine andere Quest erledigt. Ja, war mir auch nicht bewusst. Muss ich wahrscheinlich hier hoch. Sieht auf jeden Fall so aus. So, ah, da unten muss ich hin. Okay, okay, okay. Den Typen gesehen. Ich werde ihn attentaten, wenn das irgendwie geht. Du musst schleunigst dran. Ja, jetzt habe ich den Schlüssel. Geil. Jetzt muss ich wieder zu Harkuf. Ich weiß, wohin ich muss. Ich hoffe, das klappt jetzt, aber selbst wenn, habe ich ja die Quest weitergeschafft. So, wahrscheinlich muss ich hier nach unten. Da bist du ja. Hey, was machst du denn da? Ja.
Hauptmann. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, sie alle zu töten. Ist das ein Hauptmann? Ist das ein Hauptmann? Ja, das ist ein Hauptmann. Egal, ich habe den Schlüssel, dann kann ich mich wieder neu reinschleichen. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Ja, aber nicht, wenn so viele Leute da sind. Wo muss ich hin? Einmal dahin. Oh nein, einfach abhauen, einfach abhauen. Ja, einfach hier rein. Jetzt sind die weg. Oh nein, sind sie nicht, sie sind noch da. Aber die sind fett, die passen nicht durch diesen Schlitz, wo ich gleich lang gehen werde. Ja, jetzt müsste ich die los sein. Jetzt habe ich zwar ein Krokodil. Also wie gesagt, wenn ich hier bei Seven vs. Wild wäre, hätte ich gar keinen Bock, hier ausgesetzt zu werden. So. Komm doch mit raus, dann geh halt zum Brunnen. Hier halt jetzt irgendwie schnell runter und dann unentdeckt da rein. Oh nein, nicht dieser Typ. Ah, der guckt falsch rum. Den könnte ich attentaten. Hey, was? Ja, klar, perfekt. Es war riesengroß, aber irgendwie klappt das nicht. Ah, scheiße, große kann man nicht attentaten. Ist das jetzt eine Verarsche? Oh nein, 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 nein. Okay, das lasse ich einfach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es werden immer mehr gefühlt. Von Apophis besessen, was? Geht aus dem Weg! Was sind das für Lappen? Komm, jetzt gehe ich nochmal wieder vorne rein. Also ich nehme jetzt einfach diesen Eingang hier. Ah, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja komm, der ist jetzt erstmal tot. Oh, da wurde schon mir das Krokodil angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich da ehrlich den Zivilisten helfe, ob ich das hinkriege. Oder ob ich das vielleicht später mache. Und jetzt erstmal sage, scheiß auf die Zivilisten. So. Ja, auf den Typen habe ich jetzt gar keinen Bock, den umzubringen. Das wird eh nicht funktionieren. Einmal hier rumgehen. Jetzt muss ich noch mal eine Stufe runter. So, der guckt weg. Das heißt, ich renne einfach an ihm vorbei. Das finde ich jetzt gerade irgendwie sicherer. Und ja, hier ist der Typ. Schaffe ich es? Ich habe den Schlüssel hier. Oh, ich hoffe, das klappt jetzt. Hast du das Stück Scheiße erledigt? Komm schon. Komm schon. Na, den Ort schließe ich irgendwann ab, wenn ich stärker bin. Das ist mir jetzt zu krass. Es könnte immer noch gefährlich sein. Harvey, beschütze mich. Ja. Kommt drauf an, was du jetzt machst. Halt gefährlich an. Hey, Moment mal. Mögen die Götter gegen euch sein, ihr Bastarde!
Feuer drüben! Ich bin jetzt sowas von tot. Ja, sorry, ich bin auch tot. Hey, was? Also, jetzt müssen wir hier warten. Ich warte einfach hier. So, wann lebt er denn wieder? Ja, kannst du jetzt bitte aufstehen? Wir müssen los. Ich werde in meinem Heuhaufen angeschossen. Das geht gar nicht. Schade, dass man da auch trotzdem getroffen werden kann, wenn man so super stark ist. Oh, komm jetzt, komm! Kann ich den tragen? Wahrscheinlich muss ich die jetzt alle erstmal besiegen. Oh, das ist doch einfach nur, ich zögere es doch nur hier raus. Der Typ steht doch eh nicht auf. So viel schaffe ich nicht mehr. Ich höre schon mein Herz rasen. Oh, ja. Steht er jetzt wieder auf? Ja, deine Zeit ist gekommen. Moment. Ein Moment. Ja, komm, komm, komm. Mögen die Götter gegen euch sein, ihr Bastarde! Boah, schnell! Oh na, fast! Oma! Fast geschafft! Fast. Komm schnell mit. Es könnte immer noch gefährlich sein. Vor allen Dingen, Fun Fact, ich müsste langsam mal den Part beenden, weil ich Brot in den Ofen tun muss. Ja, aber sorry, ich habe gerade Prioritäten. Das Spiel geht jetzt vor. Bin nämlich so kurz vorm Ziel. Vor allem, wie dumm ist das? Ich muss den eskortieren, aber erstmal reinkommen. Also da hätte ich jetzt einen besseren Savepoint gefunden, da wo ich den befreit habe. Weißt du, dass wir zusammen in der Festung anfangen. Nicht, dass ich jetzt hier... Na okay, da kann er auch nicht drüber klettern. Ach, da ist er. Der ist also schon weiter, als ich dachte. Hey, Moment, Feuereingang! Kommt her, Brüder! Ey! Ich dachte, ich habe ihn. So, jetzt habe ich ihn aber. So, erstmal noch dein Geld. Ey, wo ist der? Ich sehe ihn mal wieder nicht verfügbar. Was machst du? Urlaub? Das war's. Ach, da ist er. Okay, auch interessant. Das heißt, wir waren eigentlich schon draußen. Okay, wenn das so gewollt ist vom Spiel. Danke, mein Freund. Apollodoros hat sich nicht in dir getäuscht. Du machst deinem Abzeichen Ehre. Komm und besuche uns, wenn du die Chance dazu hast. Möge Harpy dich beschützen und stets für einen gut gefüllten Bierkrug sorgen. Yay! Sorry. Schneide ich vielleicht raus. Werde ich eh nicht tun. Naja, egal. So, nächste Quest. Also, Hauptquest würde ich gleich gerne im nächsten Part machen. Dann machen wir gleich mal die Hyäne. Ansonsten hätten wir noch eine Nebenquest, die man vorher vielleicht machen könnte. Das oder die Hauptquest? Ach komm, wir machen erstmal die. Das heißt, nächsten Part der Geschmack ihres Stichs. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Für mich bis gleich, für euch bis, keine Ahnung, wie viel Abstand dazwischen ist. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ciao.